Hi, ich bin Nick Lorenzen, spiele bei Sportfreunde Pinneberg, bin in der Defensive zuständig. Und ich bin Mirko Steimach, ich bin Sechser oder linker Verteidiger, spiele auch bei den Sportfreunden Pinneberg. Und wir dürfen jetzt die Ergebnisse der Kreisklasse A5 tippen. Beginnen tun wir hier mit Egenbüttel 3 gegen Kummerfelder SV 2. Was sagst du dazu? Heikles Ding eigentlich. Heikles Ding, ich würde sagen, entweder ein klassisches 2-2. Oder doch Egenbüttel mit der Oberhand da in dem Fall. Dann würde ich an der Stelle gegenhalten. Ich würde auf ein 1-2 tippen, weil Kummerfeld sich ziemlich massiv verstärkt hat, dadurch, dass sie erst in die Bezirksliga auch aufgestiegen ist. Heidgram 3 gegen 1. FC Quickborn 2. Ja, das ist für mich, wie gesagt, wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit gegen die gespielt und haben gesehen, dass es das eine junge, ambitionierte Truppe war. Und ich glaube auch, dass sie den VfL im Pokal geschlagen haben. Oder im Freundschaftsspiel, ich weiß es nicht. Aber ich tippe da echt auf Heidgraben, dass die das Ding wuppen werden. Ich mach da mit an der Stelle. Was für ein Ergebnis wollen wir jetzt nehmen? 3-1. Sehr gut, machen wir so. Sportfreunde Pinneberg gegen Ellerau 2. Ganz, ganz, ganz eindeutige Kiste an ja, der Stelle. Ja, eigentlich normal. Wird am grünen Tisch entschieden. 2-0, ganz solide wird das. Heist 1 gegen TBS 2. Ja, gut, gegen Heist. Ich habe so aus kleinen Kreisen gehört, dass sie sich doch stark verstärkt haben, aufgrund dessen, dass Holm sich ja wohl irgendwie aufgelöst hat. Also da würde ich auch ein 2-0 tippen. Schließe ich mir an, 2-0. Holsatia EMTV gegen VfL 3. Also da sage ich an der Stelle Oberhand für Holsatia. Holsatia ist eine extrem schnelle Truppe im Grunde, auch wenn wir die im Grunde in der letzten Saison relativ deutlich besiegt haben in der Rückrunde, halte ich von Holsatia doch eine Menge. Aber VfL ist auch eine kämpferische Truppe, haben wir heute gemerkt. Wir mussten alles in die Waagschale schmeißen. Was sagen wir? 1-2-1 für Holsatia. Abgemacht. Appen 2 gegen Rantzau 2. Appen 2 ist überhaupt nicht mehr einzuschätzen, da sich Appen 1 so massiv verstärkt hat, da viele von Appen 1 jetzt auch bei Appen 2 spielen. Ich würde mal behaupten, das wird Appen 2 relativ deutlich zu Hause regeln mit einem 3-0. Was sagst du? Ja, dem schließe ich mich an. Sehr gut, 3-0. FCM Sorn, 2. gegen Hemding-Wilsen, 2. Ja, an der Stelle Schwiegervater in Spee. Ist jetzt schwer zu sagen, aber ich würde mal behaupten, das würde Hemding eventuell sogar machen. Aufgrund dessen, weil die Erste sich auch doch ein bisschen verstärkt hat und viele auch da. Das ist ein 1-0 für FCM Zorn. Ja? Ja, wir machen es einfach. 1-0 M Zorn gegen Hemding. Friedrichsgarbe 2 gegen Waldenau 2. Friedrichsgarbe können wir nicht so einschätzen, haben wir so ungefähr noch gar nicht kennenlernen dürfen. Waldenau 2 allerdings hat schon einige Male gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Deswegen bin ich einfach mal für unsere Nachbarstruppe. Das ist ein 0-2 für Waldenau. Dem schließe ich mich an. Bingo.